Hallöche, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Project Pen Marathon. Ich mache jetzt zuallererst mein Jahresprojekt mit meiner dekorativen Kosmetik. Und da kann ich wieder was dazu schreiben, was leer gegangen ist, was ich sehr gut finde. Ja, ich kann euch auf jeden Fall verkünden, dass ich meine 10 müssen leer gehen Produkte geschafft habe. Im November, das müsst ihr euch mal vorstellen. Nee. Ja gut, aber ich sag mal so, ich habe auch Anfang des Jahres, als ich dieses Projekt gestartet habe, nicht damit gerechnet, dass ich so gut wie kaum rausgehe, weil auf einmal Corona ausbricht und so weiter, ne? Und dann schminkt man sich natürlich nicht ganz so häufig, ne? Ja, und das mit diesen 15 müssen halt leer werden. Ich hatte echt überlegt gehabt, dieses Projekt abzubrechen. Aber manche von meinen Produkten werden definitiv vielleicht noch leer werden. Dann kann ich da das damit dazu schreiben. Und ja, wenn das halt nicht so ist, ist es halt nicht so, ne? Pech. Ich glaube, da kommt die Müllabfuhr. Ich beginne jetzt einfach mal mit Produkten, die ich euch jetzt zeige, ne? Und zwar zum einen, ich zeige, schreibe euch wieder hier unten, meine ich ist, da schreibe ich auch wieder hin, wie viel ich bereits geschafft, also wie viel ich diesen Monat geschafft habe, wie viel ich bereits komplett geschafft habe und wie viele mir noch fehlt, schreibe ich, glaube ich, immer auf, ne? Also auf jeden Fall ein paar Infos. Macht nicht so ein Palaver da draußen. Schreibe ich euch hier unten hin, wie lange es noch dauert, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ja, MAC Setting Spray. Ich hatte jetzt in meinen 10 Uses hatte ich ein anderes Setting Spray drin. Deswegen habe ich mich, wenn ich mich überhaupt mal geschminkt habe, habe ich dazu gegriffen und nicht ganz so häufig zu diesen hier. Ne? Deswegen, also zu diesen beiden Setting Sprays hier drin. Aber immerhin habe ich davon 1,4 Milliliter aufgebraucht. Ist aber natürlich nicht der Rede wert. Ne? Aber gut. So, dann, wo haben wir es denn da? Kiko Fusion Powder. Ne, das ist die Nummer 2. Das ist halt mein Puder zum Abpudern für trockene Häutchen. Heute habe ich ein anderes verwendet und auch ein anderes Make-up. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn man nah rankommt, sieht man richtig schön fett das Make-up aufgetragen. Ekelhaft. Naja, aber davon habe ich 0,5 aufgebraucht. Richtig cool. Da freue ich mich drauf. Am Anfang war ja wirklich sehr wenig, ne? Aber hat sich was getan. Vor allen Dingen, weil ich ein anderes Puder auch relativ viel, also für meine Verhältnisse relativ viel habe. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern, oder war es heute Morgen, nee, gestern Abend, habe ich noch ein Video, das Project Pen, nämlich von der lieben Mrs. Rosaroth gesehen. So, und jetzt sage ich, ich habe die letzten Male ständig vergessen. Wenn ihr nämlich weitere Project Pen Videos sehen möchtet, ja, in der Infobox sind meine Lieben verlinkt, die es auch machen. Oder ihr benutzt einfach den Hashtag Penning Sisters, da werden euch die ganzen Mädels angezeigt. So, ich habe es endlich mal geschafft. Ja, und zwar nämlich die Mrs. Rosaroth, die hat in einem Monat 2,5 Gramm Puder aufgebraucht. Krass. Naja, ich schaffe das nicht. Ja, P2 Beauty, deswegen bin ich bei einem Gramm, bin ich schon so, yeah, am Jubeln wie so eine Irre. Ja, auf jeden Fall P2 Beauty Retreats, da habe ich nicht viel, da habe ich nur 0,03 aufgebraucht und zwar nur, weil ich ein bisschen den Highlighter verwendet habe. Das Blush ist ja mein Sommerton gewesen und das ist zum Beispiel so ein Produkt, das werde ich auf gar keinen Fall mehr schaffen, mein Ziel zu erreichen, weil das war 5 Gramm mein Ziel. Guck mal, zum Beispiel der Kiko Fusion. Da bin ich jetzt erst bei noch nicht mal 2 Gramm. Das werde ich auch nicht schaffen. Deswegen, ich freue mich über Fortschritte, aber das werde ich nicht mehr schaffen. MAC Vintage Selection, das ist halt ein Paint Pot von MAC. Ne? Da habe ich jetzt 0,1 geschafft. Ich bin jetzt bei 0,6 von 1 Gramm, den ich ja gerne aufbrauchen möchte. Eine super schöne Farbe, aber ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass das was wird. Definitiv nicht. Dann habe ich hier das zweite Puder, wovon ich gerade erzählt habe, das Essence Wanted Sunset Dreamers ist das. Da gehe ich dann halt immer mit meinem Pinsel so komplett rein. Das ist so ein Ombre Blush, wie man sieht, am Ombre Puder. Man kann ein bisschen was Konturmäßiges erahnen, aber das benutze ich dann komplett als Puder. Klappt auch ganz gut und da habe ich auch knapp 0,5 aufgebraucht. Deswegen, also beim Gramm jubel ich schon, wie gesagt, ne? Dann das Blush, was ich auch heute trage, ist das Manhattan Powder Rouge in der Farbe Golden Brown. Das ist halt mein Herbstblush im Moment jetzt. Ne? Und da habe ich, lasst mich nicht lügen, 0,35 aufgebraucht, was für ein Blush für mich auch schon wieder viel ist. So, dann
Astor Skin Match Project Foundation. Da habe ich jetzt diesen Fortschritt hier erreicht. Und ja, finde ich in Ordnung. Ja. Und da habe ich so 5,4, wenn das richtig geraten, wollte ich gerade sagen. Wenn das richtig ist, ist in Ordnung. Kann man. Ja, ist okay. Mein Rituals Body Spray Chakra Water Indian Rose und Himalaya Honey. Da habe ich auch ein bisschen was geschafft. Ich hoffe, man kann das erkennen hier. Ne? Ist auch nicht viel, aber ich bin dabei, Leute. Ich bin dabei. 5 Gramm ungefähr. Ja. So, und jetzt, Leute, meine Zoeva Basic Moments Palette. Ne? Ich hatte euch die letzten Male ja immer gesagt, da passiert nichts, da passiert nichts, da passiert nichts. Irgendwie hat die Waage, wahrscheinlich musste ich die mal kurz resetten. Und ich habe jetzt tatsächlich, weil die letzten 1, 2, 3 Male ist ja nichts passiert. Und da war ich immer dran, kann doch nicht sein, ich benutze die doch ständig und so weiter. Jetzt sind 0,7 passiert. 0,7 Gramm, ich hätte mich auch gewundert, weil ich habe die ja wirklich ständig in Benutzung. Und ja, endlich mal sieht auch auf der Waage was. So, dann Pixie Sheen ist immer noch verschollen, aber Manhattan Tasty Lips dagegen super häufig nicht verwendet. Da habe ich nämlich nur 0,05 aufgebraucht. Das wird für mich auch nichts mehr hier. Nicht auf meinen Nagellack achten, den habe ich vorgestern lackiert. Essence, Femme Fatale übrigens. Naja, dann Colourpop Wisp habe ich auch heute ein bisschen, also unter Make-up drauf und so weiter, damit das so ein bisschen schimmert. Das ist halt ein Super Shock, eine Shadow Super Shock Chic. Bevor ich das heute noch verwendet habe, habe ich alles gewogen, ne? Und da hatte ich um die 0,3, wenn ich das richtig sehe, von aufgebraucht, ist in Ordnung. Hätte natürlich auch mehr sein können. Ne? Hier, da ist kein Wunder, da habe ich nichts aufgebraucht. Meine Essence Perlen Lidschattenpalette. Ich nenne es Perlen, weil das hier, ne? Ja, das ist halt so eine Selfmade-Palette. Ich habe die hin und wieder verwendet, aber nicht so häufig. Deswegen ist das auch kein Wunder, dass da nichts passiert ist. Dann, wie gesagt, ein anderes Setting Spray. Da habe ich auch nicht wirklich viel verwenden können. So 3, noch nicht mal 2,9. Aber ja, ist okay. Vielleicht habe ich da ja mittlerweile wenigstens das Minimum erreicht. Das kann natürlich sein. Nee, noch nicht ganz. 50 ml davon sollen aufgebraucht werden. Dann habe ich den Creme-Lidschatten Just As You Are von P2. Den habe ich auch heute als Lidschatten-Base verwendet. Das ist dieser hier. Ich finde den sehr schön, muss ich sagen. Hält auch sehr gut. Und da habe ich aber nur 0,05 aufgebraucht. Ja. Auch nicht so, ne? So, dann Revolution Eyes Like Angels Palette. 2 Lidschatten sollen gepennt werden. Und was soll ich sagen? Guckt mal hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da. Vielleicht muss ich ein bisschen heller machen. Da ist ein Pen. Und hier ist auch ein Pen. Yeah! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab echt gedacht, es muss doch mal was kommen hier. So. Achso, demnach habe ich den Ziel ja erreicht. Fällt mir gerade mal ein. Das kann ich ja dann hier zuschreiben. Yippie, Schweinebacke. Also, das gehört zu den 15 bis ein halb leer werden, weil das mein Ziel erreicht ist, ja? Revolution Pennen. Da habe ich schon mal eins. So, das kann ich dann auch quasi wegstreichen. Achso, das hier wegstreichen. Bruno Banani Parfum, das ist wirklich nicht der Rede wert, was ich da aufgebraucht habe. Das sind 2 ml ungefähr. Ja, aber wie hatte ich ja schon mal gesagt, das ist für mich eher ein Sommerdüftlein und ja, ist dann halt so, ne? Im Gegensatz zu meinem Prada Candy, da ist dann ordentlich was passiert. Ne? Also ich glaube, das ist der größte Fortschritt im Moment. Ich könnte ihn ja wieder. Ja, und ich mag den sehr gerne im Winter und im Sommer. Ist ein sehr schöner Duft. Und da müsste ich jetzt mit Sicherheit mein Ziel erreicht haben. Ja, habe ich auch. Ich habe mein Ziel erreicht, weil ich rechne mal kurz mit Taschenrechner aus. Wo ist der Taschenrechner?
275 hatte es am Anfang und ich bin jetzt bei 208 und minus 248,2 und ich sollte davon 25 Milliliter aufbrauchen. Und ich bin bei 26,8. Halleluja! 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 Kann ich auch wegstreichen. Ich denke mal, das Parfüm werde ich dann mal im nächsten Jahr mit in einem Project Pen reinnehmen, damit das hier auch schnell, oder ich werde es trotzdem benutzen, halt öfter oder was auch immer, ne? Aber dass ich erstmal hier frei von diesen Sachen bin und die wegtun kann und die dann nicht mehr verwenden muss erstmal, ne? Nagellack, Find Me on Oasis, den habe ich, ich weiß nicht, ob da viel passiert ist, da sind 0,33 passiert. Ja, ich glaube, ich habe den Eimer aufgetragen. So, Primer. Essence Fresh and Fit Primer. Er ist leer, Leute. Das wisst ihr allerdings schon, wenn ihr mein Leer- und Aufgebraucht-Video gesehen habt. Ja. Der hatte ganz am Schluss noch 8,83 Gramm. So, das kann ich dann nämlich auch abhaken. So, dann Miss Lynn Barbados Babe. Ich habe mir hier mal so ein, das könnte ich ja eigentlich mal einzeichnen, dachte. Ich habe nämlich auf dieser Folie, die da immer so drauf ist, habe ich mir eingezeichnet, wie krass ich den gepennt habe. Letztes Mal war das die Mitte und jetzt dieses Drumherum. Ich mache das Folien-Ding mal ab. Ja, und so sieht er aus und ich habe davon aufgebraucht. 0,78. Das bedeutet auch hier habe ich mein Ziel erreicht. Mega. Kann ich auch aufschreiben, habe ich auch gerade eben vergessen. Weil, ich kann es euch sagen, davon sollte ich 3 Gramm aufbrauchen. Am Anfang hatte das gute Stück 36,53 Gramm minus 33,01 und ich bin jetzt sogar schon bei 3,52. Ja, Miss Lynn Bronze, da ist dieses Mal aber richtig viel passiert. Also ich war ja schon, ich wusste, dass das hier ist und das halt auch Essence und so weiter, ne? Aber mit dem Prada Candy war ich mir nicht sicher und so weiter. Ich finde es gerade mega. Also der kann dann auch weg. Also weg aus meinem Blickfeld erstmal. Ist das schön. So, dann. Clinique Anti-Blemish Solution habe ich auch, wenn ihr mein Leer- und Aufgebraucht-Video gesehen habt, habe ich auch schon aufgebraucht letzten Monat. Am Schluss hatte er noch, habe ich noch 1,2 ungefähr aufgebraucht, weil es war schon wirklich gut verwendet und er ist leer. Kann dann quasi auch abgehackt werden. Maybelline Color Tattoo ist ja meine Lidschattenbase, die ich ja so verwende, ne? Mehr, mal weniger, weil ich versuche ja auch meine anderen Creme-Lidschatten als Base zu verwenden. Da habe ich 0,08, ist das richtig, was ich jetzt gerade sage? Ja, aufgebraucht. Ja, da kann ich jetzt keine Luftsprünge von machen, ne? So, dann Lidschatten 2 Stück, da will ich ja Sidepens erreichen. Einmal den Rust, nenne ich ihn ja. Da ist nicht viel passiert an Sidepen, weil ich muss sagen, ich habe diese Dose, wo ich meine Lidschatten reingetan habe, die beiden, die habe ich nicht mehr gefunden. Ich wusste nicht mehr, dass ich das da reingetan habe. Ja, deswegen ist hier nur 0,04 passiert bei diesem guten Schätzchen hier. Und bei dem Fancy A Copper Tea, den trage ich auch heute als Highlighter. Den habe ich dann halt immer als Highlighter verwendet. Und da ist tatsächlich ein bisschen höher, bin ich da gekommen, wie man sieht. Wie gesagt, Sidepen, das bedeutet, ich möchte oben dran kratzen. Und da habe ich da oben 0,07 aufgebraucht. Wie gesagt, nicht die Welt, aber ja, jedes bisschen zählt, ne? Dann habe ich meinen Essence Liquid Ink, den habe ich auch heute wieder als Eyeliner verwendet. Und davon habe ich 0,1 aufgebraucht, ist in Ordnung, finde ich. Dann BU Primer, das ist dieses Schätzchen hier, habe ich auch hin und wieder verwendet, aber nur 2,5, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber ist in Ordnung, passt
schon, wird schon. So, dann Rival de Loop Long Lasting Lip Liner in der Farbe Biscuit trage ich hier drunter. Ich liebe diesen Ton und ich habe davon auch schon fast, schaut mal, ich will den ja halb leeren, also quasi halber Strich von diesem hier. Und das kleine Fortschrittchen, die habe ich diesmal erlangt und ich habe den heute auch wieder verwendet. Deswegen ist in Ordnung, den werde ich schaffen. So. Und ja, NYX Auburn ist auch leer. Mein Augenbrauenstift ist die Tage leer gegangen. Ich freue mich tierisch darüber und an Gewicht nichts mehr passiert, weil da ist ja nur 0,09 Gramm drin. Aber es kommt nichts mehr raus und ich freue mich auch tierisch. Und das war's, Leute. Wenn ich überlege, ja, diesen Monat ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, habe ich mein Ziel erreicht. Richtig cool. Deswegen kann ich auch wirklich drüber hinwegsehen, dass ich das Projekt nicht komplett schaffen werde. Aber ich freue mich, definitiv. Ja, und ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Dass ihr auf jeden Fall zu den anderen Mädels rüber geht und einen schönen Gruß von mir da lasst. Aber ihr kennt die bestimmt schon, ne? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Ciao!